Hallo Welt, da sind wir wieder in Appalachia zusammen mit Sarah. Hallo Sarah. Hallo YouTube, hallo Richie. Ja, da sind wir wieder ohne Haarklamotte der. Wir müssen irgendwo hin. Ich folge Richie. Ja. Ich kann nicht so schnell rennen, ich bin überladen. Ja. Wir sind auf dem Weg nach Morgantown. Da soll es eine Verbindungsparty-Party geben und daran wollen wir teilnehmen. So wie die Studenten halt, ne? Früher. Ja. Oder gibt es solche Verbindungspartys heute immer noch? Keine Ahnung. Ja. Kommt drauf an, wo man ist. Du rennst schon vorwärts. Kommt man da nicht. Da kann man auch ins Haus reingehen, Richie. Wollen wir da nicht erstmal schauen? Können wir machen, Sch ja. Das hat sie nicht hier. Abgekochtes Wasser. Hundefutter und Wasser. Zwei Wasser sind da hinten für dich. Und ich schau mal eben hier. Vorkriegsgeld. Ein Wecker. Ein Loch in der im Boden. Eine Leiche in der Badewanne. Wenigstens ist sie sauber. Ja. Sonst ist hier nichts. Dann können wir ja mal ganz runter gehen. Ich glaube, da gibt es so einen Keller. Oder so einen Partyraum eher. Ach. Oh. Ja, danke. Red Kakerlake. Ja, wir werden noch einiges zu tun bekommen in Morgantown, denke ich. Wenn da niemand vor uns gewesen ist. Ja, gruseliger Keller, oder? Irgendwie. Ja. Kindersachen hier. Ist das aus irgendeinem Horrorfilm oder so? Ah ja, Holz. Holz können wir schon mal mitnehmen. Psychotatz. Aber sonst ist hier auch nichts Großartiges. Wasser. Okay, hat sich ja voll gebaut. Moment, im Spielzeugauto sind doch Schrauben drin, die braucht man doch immer. Ja. Ich dachte, ich lasse für dich auch was liegen. Kannst dich ja auch mal bitten. Danke, danke, ja. So, oh, hier haben wir einen Kochtopf. Oh, gut. Und hier haben wir Wassersammeln. Können wir Wasser kochen. Oh ja. Ach, ich habe noch Kröteneier. Verbrannte Erde geht los. Ich hole mal ein bisschen Wasser, ja? Wolltest du noch was kochen? Was denn, verbrannte König? Okay, was? Okay, ich konnte das jetzt nicht so schnell lesen. Töte die Brandbestienkönigin. Das wird wohl eine Aufgabe sein, eine Quest. Okay. Ach Gottchen, was bin ich heute langsam im Wasser sammeln? Wie kommt's? Stehe ich hier nicht richtig drin? Es geht doch sonst immer viel schneller. Meinst du? Ich habe mich auch schon gewundert, warum ich so langsam die Pumpe bediene. Starlight Creature. Du kannst das schneller machen mit dem Wasser, oder? Nee, auch nicht. Unterbeeren. Ja, das soll reichen. Rhododendron. Ist hier sonst noch was drin? Könnte sein. Ach, ich kann nichts tragen. Ich nehme das jetzt nicht mit. Ach, Holz haben wir ja genug dabei. Eben, wir haben von allem etwas. Ja, also hier waren wir in den zwei, ne?
Sollen wir querfeld eingehen oder Straße dann entlang? Einen Moment bitte. Ich brauche Right Away, wenn es geht. Verdünnt habe ich das? Ich nehme mal ein richtiges für die volle Dröhnung. Und, oh, da komme ich aber auch nicht weit mit. Wassersensor, Hullewand besorgen. Damit kenne ich mich nicht aus. Das gehört vielleicht noch zur Hauptquest irgendwie. Wir haben ja dann doch was anderes gemacht und sind den Holobändern, also der Hauptquest so aufs. wie gar nicht großartig gefolgt im Moment. Ich dachte, wir gucken erstmal, leveln ein bisschen. Wilder Mais. Ja, okay, das soll reichen. Wilder Mais. Ja, hier überall so ein bisschen verstreut. Ja, da war doch was letztens in der letzten Folge mit einem Rezept. Da brauchten wir Klingenkorn, Mais und Wasser. Ja, für Bier oder so war das genau. Ja, Vorsicht, hier auf dem Feld könnten Minen liegen. Hatte ich schon mal irgendwie hier. Okay, ich bin schon auf der Straße. Hast du Mais und Klingenkorn und so eingesammelt, was du hier gefunden hast? Ja, habe ich. Blutblatt. Oh, Kinderwagen. Ich hoffe, dass. Strahlung hier. Aber hier kommt man nicht weiter, ne? Das hätte ja sein können. So ein Geheimgang in die Stadt hinein. Mensch ist da hinten. Am rumflitzen. Ja, ich bin hier. Sollen wir hier vorne anfangen? Ja, wie du möchtest. Wir können auch direkt hin zum Ziel. Am Flughafen findet meist, also es gibt hier noch verschiedene andere Events in Morgantown. Ich weiß, am Flughafen startet noch ein Event, dann Fütterung der Hungrigen oder so. Dann gibt es nochmal irgendwie so einen Sheriff, den man begleiten soll. Aber wir haben ja unser Ziel, wir wollten ja die Braustation haben. Ja. Und das ist schon eine ganze Questreihe, die dann startet. Okay. Anforderung eines Airdrops, aber hier ist einiges zu. Man kann eh nicht überall reingehen. Vorsicht. Warum habe ich keine Waffen hier? Oh. Hallöchen. Na, nicht ausweichen, das ist möglich. Okay. Und der legt sich auf den Kinn. Das ist aber laut, mein Gewehr. Ich vergesse, wenn ich im Kampf bin, kann ich ja nie die Waffen wechseln. Oder das dauert eben sehr, sehr lange. Ja, Ritchie, mir ist egal, wo sollen wir hin? Du geh mal vor, ich folge dir. Oh, dann folgen wir unserer Markierung unten, oder? Nimm an der Verbindungsparty teil. Ist das hier die Universität? Ja. Sieht so aus, als wäre das hier die Universität. Oh, Morgantown entdeckt. Du auch? Nö. Oh, nur ich. Big L's Tattoo Studio. Jetzt. Futteran Morgantown. Ach, ich bin überladen. Ich muss Sachen loswerden. Ja, das passiert hier schon mal. Da wer? Ja.
Ach, Da schon erledigt. einer war da, aber hier sind überall ganz schön viele. Ich hatte ganz schön Probleme, als ich zum ersten Mal nach Morgantown im Singleplayer gekommen bin und es geht hier ziemlich zur Sache. Okay. Ja, okay, wir sind Stufe 11, also könnte das hier noch ein bisschen haarig werden. Meter in diese Richtung. Was habe ich denn für Waffen eigentlich noch sonst? Nur das hier? Echt? Die Machete? Das Scharfschützengewehr-Dingens? Schön langsam nachladen. Ja, und das war's. Das glaube ich doch gar nicht. Scharfschütze, Machete, Jagdgewehr. Da ist noch ein Jagdgewehr. Warum habe ich so ein Jagdgewehr so ein komisches? Ach, ich wollte das verbessern, deswegen. Nur dann sind mir die Materialien ausgegangen. Ja, und was ist denn hier mit der Pistole? Die kann ich doch auch mal favoritisieren. Dann habe ich die doch auch mal im Rad, normalerweise. Pistole auf 2. Ist sie doch. Ja. 12 Patronen nur dafür. Mist, ich habe eine blöde Waffe. Ich muss Waffe wechseln. Ich bin Ach du. überladen, habe ich das gesagt? Du bist Und sammle überladen. weiter. Und sammle fröhlich weiter. Oh, die kann man auseinandernehmen. Hier kompensierte Automatikpistole. Wenn wir was zum Auseinandernehmen finden, natürlich auch. Oh, ich sammle schon wieder die Halsbänder. Oh, wollen nämlich die 10 mm Patronen. Und eine Coca-Cola. Umwickelte Mütze. Ist noch Gefahr hier? Bis jetzt nicht. Also, wenn du Hunger hast. Ich habe genug. Komm, komm. Ach, ich habe einen Einkaufskorb genommen. Seife, Rosttoilettpapier, Zahnwasser. Nicht wirklich, nein. Im Moment brauche ich es nicht. Später brauche ich bestimmt mal welches. Hier ist ganz viel zu essen. Einpacken. Die haben keine Strahlung. Und Stimpak. Ich kann nicht so viel tragen, Richie. Das bringt nichts. Gläserjacke haben wir schon, T-Shirt und Hose. Die Habe ich. guten Kartoffelchips und den Whisky lässt du da. Ja, für dich. Hm. Time. Ohne Miene. Jetzt bin ich auch überladen. Gibt es denn hier nichts? Keine Werkbank oder so, wo man so ein bisschen was auseinandernehmen könnte? Ja, ich bin auch schon am Suchen. Boah, sind hier viele, Richie. Wo denn? Hier hinten. Ach, der Elegant ist. gefallen. Tafelauf. Ich kann nichts mehr nehmen. Kuchenform. Ja, wir werden. Schienbein brauchen wir nicht. Haarklammer, okay. Und ein Renoway. Ja, das Gewicht von Haarklammern wurde reduziert. Ich glaube, die wiegen jetzt mittlerweile gar nichts mehr, oder? Haben die überhaupt was gewogen? Das ist mir nie Die aufgefallen. haben ganz am Anfang 0,1 gewogen, dann haben sich Leute beschwert, dann wurde es geändert auf 0,001 und jetzt mittlerweile, glaube ich, haben sie gar kein Gewicht mehr, die Haarklammern. Was heißt, die Leute haben sich beschwert, das war vielleicht ganz witzig, da hat jemand dann an B-Tester eine Schachtel Haarklammern geschickt und drum gebeten, die mal nachzuwiegen. Krach, was krach in der Verbindung? Ich weiß. Irgendwie kam eine Message. Ja, wir sind auch da. Oh, da? Ah, ja. Oje.
Ah, zu zweit geht das. Kerzen. Soll sich hier alleine. Kerzen hast du gefunden? Nee, ja, aber nicht zum Aufsammeln. Ich lad mal mein Werfchen nach. Naja, so Verbindungstypen, die sind, glaube ich, ganz nett, oder? Da braucht man, glaube ich, keine Waffen. Bist du schon drin? Ja, ich gehe rein. War da draußen was? Ich hab da. Abgeschützt auf Nukaschein. Finde den Ursprung eines gefährlich starken Getränks. Genau, das hier wurde auch geändert. Es wurde jetzt hier bei dieser Questreihe einiges eingedeutscht. Und da gucken wir mal rein jetzt. Pimus wilde Räumungsparty. Diesen Sonntag. Pi-Haus Partyregeln. Macht Sachen kaputt. Seid wild. Seid das Abrissteam. Demoliert alles. Drinks, Echsen, ins Koma fallen, kotzen und das gleiche nochmal. Jeder ist willkommen. Förmliche Kleidung ist nicht erforderlich. Keine Roboter. PS, Bullen sind nicht eingeladen. Wenn die Bullen kommen, ist jeder auf sich allein gestellt. Ah, ja. Das war das, das hatten wir schon mal auf Englisch. Von wem Bullen sind nicht willkommen, das habe ich aber schon mal irgendwie... Abgestürzt auf Nukaschein. Ja, das hatten wir auf Englisch schon mal. Nee, auf Deutsch. Ja? Dass die Bullen nicht willkommen sind. Meine ich, hätten wir schon auf Deutsch gehabt. Räumungsnachricht, hattest du das gerade gelesen? Nein, oder? Nee, wo? Am Eingang hier, Räumungsbescheid, Voltec Universität, Büro des Rektors, an Studentenverbindung Pi Kappa Mi. Ich komme nicht dran. Darf ich das lesen? Ja, ich wollte das auch nur öffnen. Ob ich... Moment. So. Ja. Also an Studentenverbindung Pi Kappa Mi. Datum 20.10.77. Dieser Bescheid dient als Ihre letzte Warnung, die Räumlichkeiten des Pi Kappa Mi Verbindungshauses zu verlassen, bevor eine Zwangsräumung durch die Universitätspolizei erfolgt. Diese Maßnahme wurde nach wiederholten Verstößen gegen die Universitätsrichtlinien, zahllosen Warnungen und einer rekordverdächtigen 24 auf unserer aus 10 Punkten bestehenden Verstoßtabelle ergriffen. Versuche, Pi Kappa Mi von der Universität zu trennen, sind vergeblich, da sich das Grundstück seit jeher vollständig in unserem Besitz befindet. Versuchen Sie nicht, Einspruch gegen diese Entscheidung einzulegen. Die Maßnahme dient den Interessen und der Lebensqualität der Nachbarschaft und offen gesagt auch der gesamten Stadt Morgentown. Verstöße aktuelles Semester. Mutwillige Zerstörung von Universitätseigentum. Wiederholte Verstöße gegen Anti-Schikane-Richtlinien. Weitergabe von Alkohol an Minderjährige. Mehrere Verstöße gegen die Brandschutzverordnung, mehrere Verstöße gegen die Gesundheitsschutzverordnung, Ruhestörung, mangelnde Rasenpflege, Nichtanerkennung von Räumungsbescheiden. Toll. Die Studenten heute. Ja, sollen wir in der nächsten Folge uns das Kappa Nemi Haus angucken? Ja. Kappa Pi Mi. Mü. Ja. Da steht's. Gut. Ja, dann bedanken wir uns mit diesem Bild für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.